gut. Wunderschönen guten Abend. Ich darf euch herzlich begrüßen zum zweiten Abend von der Dialogveranstaltungen zum Thema Jugendkulturen, Teil oder eben kein Teil von der Bündner Kultur. Mein Name ist Claude Bachmann. Ich leite den Fachbereich Jugendarbeit bei der Katholischen Kirche in Graubünden. Der Anlass wird von JugendGR und den beiden Fachstellen für Jugendarbeit von der katholischen und evangelischen Landeskirche organisiert. Der Sammy von JugendGR und der Claudio von der evangelischen Landeskirche. Mit mir zusammen, euch zwei, schon mal danke vielmals fürs Mithelfen. Heute Abend senden wir live aus der Postermiese in Chur. Und zwar haben wir auch tatkräftige Unterstützung von der Pfarrei Vorder- und Mittelprättigau. In persona von Lars Gschwend und Daniela Gschwend. Sie leiten die beiden Pfarrei leiten. Und auch zwei Jugendliche, die hinter der Kamera sorgen, dass ihr daheim ein Top-Bild habt. Euch schon mal danke vielmals. Ich komme zum Ablauf am heutigen Abend. Es wird gerade nachher einen künstlerischen Beitrag geben. Der Beitrag wird den ganzen Abend ein bisschen umrahmen. Nachher wird André Perl einen thematischen Einstieg machen in heutigen Abend mit einer Lesung. Und nachher wird es eine Podiumsdiskussion geben, wo ich werde 4 Gäste begrüßen und ich dann nachher dann vorstellen. Wir schauen immer, währenddem schauen wir ein bisschen auf den künstlichen Beitrag, weil es ist heute oben ein bisschen speziell. Zudem aber gerade mehr. Noch ein Hinweis für alle die, die daheim an den Bildschirmen zuschauen. Ihr habt Gelegenheit, bei der Podiumsdiskussion eure Fragen zu stellen. Und zwar könnt ihr das, wenn ich jetzt richtig zeige, hier bei der Kommentarfunktion machen. Ihr könnt dort das direkt reinschreiben. Oder ihr könnt auch ein SMS schreiben auf die Nummer 076 509 4554. Das ist die Nummer, die jetzt gerade eingeblendet wird. Dort eure Fragen stellen. Der Sammy und der Claudio dann die während dem Podiumsgespräch einspeisen und dann dünnt die Podiumsgäste auf die Fragen eine Antwort geben. Ich habe es vorhin erwähnt, ein künstlerischer Beitrag tut den Abend umrahmen. Es ist heute oben ein bisschen eine Premiere, weil wir dürfen während dem ganzen Abend einer Illustratorin virtuell über die Schulter schauen, wie sie eine Illustration kreieren. Wie das geht, und ich gerade noch erklären. Ich will zuerst eine Künstlerin, Lorena Paterlini, vorstellen. Die Lorena ist 91 in Graubünden geboren. Sie hat an der ZHDK einen Bachelor gemacht in Art Education und nachher dann in Luzern an der HSLU einen Master mit Schwerpunkt Illustration. Nach dem Studium ist sie zurück auf Graubünden gekommen, wo sie jetzt als selbstständige Illustratorin arbeitet. Und nebst dem ist sie auch noch Älplerin. Und einige von ihren Erlebnissen als Älplerin hat sie in einem Buch aufgeschrieben, natürlich auch selber illustriert. Nehmen Sie gefälligst Ihren Hund an die Leine. Ist sehr ein lustiges Buch, kann ich allen wärmstens empfehlen. Ich hätte es dabei, aber natürlich habe ich es vergessen. Herzlich willkommen, Lorena. Ich glaube, du müsstest denn jetzt gerade im Bild erscheinen. Schön, bist du hier. Könntest du gerade uns ein bisschen erzählen, was du heute vorhast? Also, guten Abend miteinander. Guten Abend, Claude. Das ist auch für mich eine Premiere heute Abend. Ich habe eigentlich nie so unter Zeitdruck geschafft bis jetzt. Jetzt mal schauen, wie es kommt. Ich habe mir eigentlich als Aufgabe für heute Abend selber so gestellt, das Thema eben Jugendkultur in Graubünden. Ist das überhaupt möglich? Das ist wieder der Headliner von meiner Illustration. Und ich werde das jetzt in Form, wie ich auch einen Auftrag hergehe, umsetzen heute Abend. Jetzt habe ich hier mal zum Einstieg fängt, so ein Mindmap vorbereitet. Das mache ich meistens auch, wenn ich Aufträge habe. Nicht immer auf dem Papier, meistens passiert es nur im Kopf, aber dass ihr auch ein bisschen seht, was ich mir das dazu überlege. Einfach verschiedene Themenbereiche, wo mir so in den Sinn kommen, beim Thema Jugendkultur Graubünden. Und von dem aus gehe ich nachher eigentlich an meine Illustration her. Kannst du schnell etwas erzählen, wie es ist, auf dem iPad zu zeichnen oder zu illustrieren?
ist es irgendwie anders, wenn du jetzt auf einem Blatt Papier zeichnen oder auf einer grossen Fläche? Das würde mich jetzt irgendwie wundern. Es ist schon anders. Einerseits ist einfach die Haptik anders, dass der Bildschirm. Es ist, wie wenn du mit einem Stift auf Glas schreibst. Für das habe ich aber extra da eine Folie drauf, dass es sich eher wie Papier anfühlt, dass du mehr Widerstand hast. Und du hast halt viel mehr Möglichkeiten. Also es erleichtert es extrem, ausmalen und all diese Sachen gehen einfach extrem viel schneller. Dafür musst du viele Entscheidungen treffen, wo sonst im Analogen, es ist dann wie es ist, viel kann man dann meistens nicht mehr machen. Wir lassen dich jetzt zeichnen, illustrieren und dann, wie gesagt, werden wir dann mal zwischendurch mal auf dich zurückkommen und schauen, wie sich das Bild entwickelt. Schön, bist du da und viel Spass. Wir kommen jetzt zum literarischen Input und wo wir vom OK aus uns überlegt haben, wer könnte von Graubünden uns etwas über Jugendkulturen erzählen oder näher bringen, sind wir relativ schnell auf André Perl gekommen. André ist Rapper bei Breitbild und er ist Autor von verschiedenen Romanen. Er hat in Zürich an der Uni Germanistik und Kunstgeschichte studiert und hat einen Master in Dramaturgie. Er ist für die SP im Bündner Grossrat und Träger vom Bündner Literaturpreis 2019. Und heute Abend ganz speziell, er hat heute Geburtstag. Mega cool, dass du an deinem Geburtstag bei uns bist, André. An dieser Stelle herzliche Gratulation. Du wirst, glaube ich, 25 oder so. Nein, ein bisschen mehr hast du auf dem Buckel. Aber das ist eben gerade gut. Wir sind gespannt, was für einen Blick du uns auf Jugendkulturen geben wirst. André, herzlich willkommen. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Ihr habt es gehört, heute geht es um Jugendkultur. Jugendgär und die beiden Landeskirchen haben gefunden, solange man meine Glatze nur von hinten sehe, gehe ich als Rapper noch knapp als Berufsjugendlich durch und könne euch etwas Inspirierendes aus meiner Jugendkultur erzählen, aus dem Hip-Hop. Das hat mir natürlich geschmeichelt und weil Rapper ja sowieso nichts lieber machen, als für sich selber zu erzählen. Und weil Männer generell fast nichts lieber machen, als von sich selber auf die Allgemeinheit zu schliessen, habe ich so gesagt. Ich erkläre jetzt also, wie es ist mit dieser Jugendkultur. Wie sie entsteht, wie man Teil von ihr wird, wie sie selber Teil von grösseren kulturellen Zusammenhängen wird. Alles, was ich erzähle, schöpfe ich aus meiner eigene Erlebnis und ja, natürlich übertreibe ich schamlos und verkläre meine Vergangenheit, wo es noch geht. Und ja, ich stelle dazu eine recht willkürliche Thesen und Behauptungen auf und tue so, als wären die soziologisch abgesichert. Fangen wir an in einem Aussenquartier von Chur, Masans. Dort bin ich aufgewachsen. Und das Quartier war jetzt in den 80er und frühen 90er nicht unbedingt das, was man als quicklebendig bezeichnen würde. Es hat das evangelische Altersheim, es hat das Bürgerheim, es hat das Kantengut, drei Altersheime. Und wenn wir Glück hatten, hat am Wochenende in einem von diesen drei Heimen die Stadtmusik ein Konzert gegeben. Sonst war nicht viel los. Das Quartier ist in den 70er gewachsen, wo viele städtische Beamte sich auf die Pension her noch ihren Traum vom Einfamilienhäuschen am Stadtrand erfüllt haben. Es hat darum wenig Kinder in der Nachbarschaft. Nur ein paar Blöcke sind am Ende vor der Quartierstrasse gestanden, wo die Angestellten von daheim daheim waren. Es hat noch genau zwei Jungs in meinem Alter im ganzen Quartier gegeben, der Ben und der Vlada. Das ist natürlich noch ein bisschen wenig zum Jugendkultur begründen. Darum meine erste gewagte These, wenn man Jugendkultur will, dann braucht es Jugend. Der Ben ist dann mit seinen Eltern auf Australien ausgewandert, der Vlada und ich sind zurückgeblieben. Und wenn wir uns zwischendurch verstritten haben beim Schutten oder beim Basketball,
habe ich allein daheim Karl-May-Roman gelesen und bin sogar freiwillig mit dem Hund gelaufen. Gesunde Bewegung, aber schlechte Voraussetzungen, zum Teil von einer Bewegung zu werden. Der Vlada und ich haben uns zum Glück dann amigs wieder zusammengerauft. Und klar haben wir mitgekriegt, was außerhalb von Assans, von Graubünden und der Schweiz so abgeht. Über unsere Basketball-Idol aus den Staaten haben wir auch ein bisschen was von Hip-Hop mitgekriegt. Wir haben Wu-Tang und LL Cool J gehört. Und ich habe so lange umgetiert wegen Baggy Pants, dass meine Mama irgendwann entnervt aufgegeben hat und mir so grosse Hosen gekauft hat, dass ich damit nicht mehr können Basketball spielen konnte. Aber allein das Nachahmen der populären Vorbilder gibt einem ja dann noch nicht wirklich das Gefühl, aktiv Teil von etwas zu sein. Ich bin dann an die Kantonsschule gegangen, was schon mal eine bessere Voraussetzung ist, zum Anschluss finden an eine Jugendkultur, als wenn man das zweite im Quartier ist. Klar, der Fußballclub oder der Chor helfen auch, aber was man dort macht, ist ja immer in einem klaren Rahmen. Was es für uns gebraucht hat, ist ein richtiger Freiraum. Furt aus der Aufsicht der Eltern, Lehrerinnen und Trainer. Wahrscheinlich ist es nicht nur unproblematisch gewesen, aber mit 14, 15 hat es für uns nichts Grösseres gegeben, als am Wochenende in verrauchten und luschen Spunten oder auf den Plätzen der Stadt in den Ausgang zu gehen. Dort haben sich unsere Clique über die verschiedenen Quartiere und sozialen Klassen gebildet. Im Café Buchli, im Safari auf dem Regierungsplatz oder auf der Quadra. Niemand in der Beiz hat sich dafür interessiert, ob wir schon 16 sind. Wir haben uns im Rausch verbrüdert und verschwestert. Aber unweit haben dann unsere Sackgelder oder Lehrlingslöhne auch nicht gelangt. Wir haben unsere eigenen Räume gebraucht. Ohne Konsumzwang, wo die Musik läuft, die uns gefällt und die sonst nie läuft. Ein eigener Raum, sei er im Keller der Eltern, im kalten Kuhstall, im leeren Büro, im Industriequartier. Überall in Chur und in der Umgebung hatte es Räume, wo man ungestört konnte Bier trinken, kiffen, gamen, eine Ska-Punk-Band gründen oder eben schlecht rappen. Diese Räume, das waren unsere Freiräume. Jetzt ist schlecht rappen ja noch nicht unbedingt der Zenit von der Jugendkultur. Etwas, wo man unbedingt Teil sein davon will. Was hat Hip-Hop als Jugendkultur so spannend gemacht für uns? Klar, es hat Vorbilder gegeben. Amerikanische, französische oder deutsche Bands, die einem ein Lebensgefühl übergebracht haben. Es hat schon einen ganzen Code an Kleidung und Verhalten gegeben. Kulturelle Praxis, wo man auf die eigenen Verhältnisse adaptieren konnte. Es hat innerhalb von Hip-Hop die Vielfalt der Elemente Dance, Rap, DJing und Graffiti gegeben. Aber generalisiert würde ich sagen, sind es vor allem zwei Aspekte gewesen, die uns fasziniert haben. Competition und Community. Hip-Hop hat einen starken Wettbewerbsgedanken gepflegt. Das macht er immer noch. Wer rappt technisch besser? Wer hat die härteren Punchlines im Battle? Wer malt eigner? Wer tanzt unnachahmlich? Eine sportliche Komponente, würde ich sagen. Sich vergleichen, sich messen. Das hat uns gereizt und gefordert. Und diese Competition kann man natürlich schlecht für sich allein im Räumchen austragen. Und sie war auch nicht die einzige Treibfeder. Gewesen. Community ist noch wichtiger gewesen. Es hat den Austausch gebraucht. Zuerst vielleicht von Raum zu Raum, dann über Gemeins-, Kantons- und Landesgrenzen hinweg. Es hat Konzerterlebnisse und Jams gegeben, wo plötzlich Hunderte zusammengekommen sind mit der gleichen Leidenschaft, mit dem gleichen Lebensgefühl, mit dem gleichen Kulturverständnis. Es ist ein Netzwerk entstanden, das einem plötzlich klar gemacht hat, dass man Teil etwas Größerem ist. Ganz konkret ist das bei uns, also bei Breitbild, so gelaufen,
dass wir so kleine Freestyle-Sessions im Kurstall, in unserem Raum, abgehalten haben. Das hat sich umgesprochen, andere Rapper sind aufgetaucht, unter anderem der Jimmy. Der hat relativ schnell klar gemacht, dass im Räumli alle eine grosse Schnorre haben können und dass wir unbedingt aus dem Raum auf die Bühne müssen. Ohne Leute wie ihn, die Konzerte organisiert und kleine Labels aufgebaut haben, wäre das nicht so richtig etwas geworden mit einer Kultur, die über den reinen Konsum, über das Nachahmen von Posen rausgeht. Und mit dem wäre ich bei einer weiteren These. Es braucht neben der Jugend, dem Freiraum, der kreativen Lust, dem Austausch und dem Wettbewerb, am Gedanken der Community, neben dem allem braucht es noch mehr. Es braucht die Lust an der Verantwortung. Es braucht Leute, die etwas reissen, die Risiko eingehen, die andere pushen und im Hintergrund Organisationsarbeit übernehmen. Die Lust an der Verantwortung, an der Organisation, die kann man niemandem einimpfen. Aber man kann sie fördern, meinte ich, von Seiten der Institutionen, von Seiten der älteren Generationen, indem man ermöglicht statt verbietet, indem man ermutigt statt zweifelt. Also entstehen plötzlich Treffpunkte. Aus Treffpunkten gibt es Teilnahme an der Gemeinschaft. Es gibt Events. Und ja, wenn Events wiederkehren, gibt es plötzlich so etwas wie Tradition. Sagt das im Föhrenwelt, in Ems, am Polenta-Jam, in Grüsch, im Moschraum in Langquart oder in einer Turnhalle in der Surselva. Nicht jede Jugendkultur fließt gleich ins Gedächtnis oder in die lebendige Praxis der Gesamtgesellschaft ein. Ein paar Phänomene bleiben spannende bis verschrobene Nischenereignisse, die nichts mehr fürchten als die Vereinnahmung durch die Mehrheit. Aber umgekehrt hat doch fast jedes Phänomen, allermindest von der Populärkultur, seinen Ursprung in der Jugend. Darum meine ich die Auseinandersetzung mit und die Förderung der Jugendkultur, darum ist das Zulassen von Freiräumen und die Unterstützung von diesen Jungen, die etwas anreissen, nicht einfach nur eine schöne Geste. Darum ist das Tolerieren von Experimenten, von Lärm und Reibung, vom Abweichen von der Norm, nicht einfach nur ein Nebeneffekt von einer offenen Welthaltung. Es ist Voraussetzung für die Weiterentwicklung der ganzen Kultur, der Gesellschaft. Sind wir uns bewusst, dass was heute Jugendkultur ist, das Kulturverständnis von einer ganzen Generation prägt? Was heute Jugendkultur ist, ist morgen schon unsere Identität und übermorgen unser kulturelles Erbe. Mal André. Ja, nach dem literarischen Einstieg ins Thema kommen wir jetzt zum Podiumsgespräch, zur Diskussion. Und dafür darf ich vier Gäste begrüßen. Und ich tue sie jetzt vorstellen und ihr dürft dann jeweils nachher dann gerade aufs Podium vorkommen. Mein erster Gast, den ich vorstellen will, ist Jamira Estrada. Sie ist, hat Jahrgang 98. Sie ist von Chur, lebt aber seit 2 Jahren in Zürich, wo sie der ZHDK studiert, und zwar elektroakustische Komposition. Ich habe das Wort noch nie gehört, es wird mega spannend. Und ein Grund, warum sie auf Zürich gezogen ist, ist, weil sie als DJ unterwegs ist und hat letztes Jahr ganz intensiv aufgelegt. Sie veranstaltet jetzt 3 Jahre im Quadro eigene Partys und Events. Sie arbeitet dort auch mit ihren Eltern zusammen, wo sie auch Ausstellungen organisieren. Jamira, herzlich willkommen.
Der zweite Gast, den ich vorstelle, ist Sarah Schott. Sie hat Jahrgang 95. Sie ist franko-alemannische Bündnerin. Das heisst, das klingt sehr spannend. Sie ist jetzt 20 Jahre in Tamins daheim oder dort aufgewachsen. Ist aber zur Hälfte Französin, hat auch den französischen Pass und ist zur anderen Hälfte Deutsche. Sie hat auch den ZHDK studiert, hat einen Bachelor in Design und hat nachher 2 Jahre in der Agentur als Grafikerin, Projektleiterin und Social Media Managerin gearbeitet. Seit 2017 ist sie Teilzeit selbstständig unter dem Label Sarah Schott Kreation. Dort ist sie vor allem im Grafik- und Webdesign unterwegs. Und sie hat eine eigene Kleiderkollektion Mariloch. Das ist ein ganzheitliches Projekt zur Inspiration für einen nachhaltigen Lebensstil. Neben dem allen ist sie noch Crossfit-Coach in Chur und Schule. Sarah, herzlich willkommen auf dem Podium. Mein nächster Gast hat auch Jahrgang 95, André Münger. Er ist in Chur aufgewachsen. Er hat nach der Matura ein Zwischenjahr gemacht und war unter anderem 4 Monate in Lateinamerika. Er steht momentan kurz vor dem Abschluss von seinem Geologiestudium. Und er hat mir geschrieben, das ist Erdwissenschaften mit Vertiefung in Ingenieur und Geologie. André ist ein Jublaner. Er war 2009 das erste Mal in einem Sommerlager. Ab 2010 war er Leiter, später auch Scharleiter. Nach seiner Aktivzeit als Leiter hat er unter I&S Kurs geleitet, also hat er andere Jugendliche zu Leitenden ausgebildet. Er ist jetzt noch I&S-Coach und Scharbegleiter und seit ein paar Jahren in der Kantonsleitung von Jungmach Blau Ringgrabünde. André, auch du herzlich willkommen. Mein letzter Gast, den ich hier vorstelle, ist der Fabian Florin. Er ist besser bekannt unter seinem Künstlernamen Bain. Er ist 1982 in Chur geboren. Er schreibt, dass er eine behütete Kindheit hatte, dafür eher eine turbulente Jugendzeit, wo er unter anderem mit Drogen und Kriminalität in Berührung gekommen ist. Er hat im Jahr 2011 mit Graffitis angefangen, mit Graffiti-Sprayen. Seit 2012 ist er selbstständig als Künstler unterwegs. 2013 hatte er die ersten internationalen Auftritte. Und seitdem hat er sehr viele Aufträge aus dem europäischen, arabischen und asiatischen Raum. Seit 2014 führt er regelmässig Graffiti-Workshops durchführen und ist in der Drogenprävention engagiert. Vor 2 Jahren ist er wieder fix ins Bündnerland gekommen, wo er heute auch wohnt, wieder in Chur. Und wenn man vom Unterland auf Chur fährt, dann fährt man auf der Autobahn an einem ganz grossen Turm vorbei. Das ist der Mülleturm. Und dort ist eine Zeichnung von dir drauf, Bain. Auch du, herzlich willkommen vom Podium. Mega schön, sind ihr alle da. Ich freue mich mega mit euch über Jugendkulturen zu diskutieren. Teil oder kein Teil von der Bündner Kultur. André hat in der Lesung beschrieben, wie er selber Teil geworden ist von einer Bewegung von der Jugendkultur. Und ich will gerade die erste Frage an dich, Fabian, richten. Kannst du kurz beschreiben, wie du mit Jugendkultur in der Berührung gekommen bist und wie du Teil von der Jugendkultur geworden bist? Ja, kompliziert. Grosses Thema. Ich bin Teil von Jugendkultur geworden, indem dass es mich hat's einfach extrem rausgezogen. Ich bin immer schon Rebell gsi. Mein Ansporn, meine Motivation war, ich will weg von aus meiner vier Wänden ausbrechen und bin durch das relativ schnell auf so einer Art Strassenjugendkultur gelandet. Das sind so meine ersten Berührungspunkte gsi, ja. Okay, und wie hat sich die Strassenjugendkultur so ein bisschen ausgezeichnet oder was ist jetzt so speziell daran gewesen? Ja, es ist natürlich aufregend. Man testet Grenzen aus, man überschreitet Grenzen, man
ist sein eigener Herr. Der Raum selber macht man sich ja dann wie auch selber. Und mich hat das sehr fasziniert. Ja. Okay, danke vielmals. Da werden wir sicher später darauf zu sprechen kommen. Über das Raum hat auch André in seiner Lesung erzählt. Sarah, du bewegst dich in zwei verschiedenen Kulturen. Was hat dir den Ausschlag gegeben, dass du Designerin geworden bist, aber auch CrossFit-Coach? Ja, dass ich Designerin geworden bin, hat glaub, damit zu tun, dass ich einfach wirklich schon seit Kind auf mega irgendwie den Drang zur Kreativität hatte. Also ich habe schon als Kind ich hab Ballett getanzt, ich habe gesungen, ich habe auch schon dort gerne gezeichnet und ich habe dann wie nach der Kante gewusst, ich will den gestalterischen Beruf machen. Ich bin dann die entsprechenden Wege gegangen, bin an der ZHDK gsi und habe gewusst, dass es das ist. Also ich bin wie nie von dem den Weg gekommen. Ja, das hat mir mega passt. Und CrossFit, zu CrossFit bin ich gekommen. Eben, ich bin auch schon früher hatte ich immer mega der Drang zur Bewegung gehabt. Ich habe lange getanzt und dann habe ich dann irgendwann aufgehört mit dem. Es war nicht mehr so mies gewesen. Ich wollte aber gleich immer etwas machen. Dann habe ich zuerst so ein bisschen angefangen, auch ein bisschen Fitness zu machen, so Group Fitness, habe das alles ein bisschen ausprobiert, auch mit Freunden zusammen. Also es ging immer darum, gegangen, einfach etwas zusammen machen, irgendwie Interessen teilen, zusammen Aktivitäten haben. Und wirklich zum CrossFit selber bin ich dann während dem Studium gekommen. Dort hatte ich dann die Möglichkeit, das auszuprobieren und das hat mich dann mega gepackt. Und dann ist eins zum anderen gekommen. Habe ich die Coach-Ausbildung gemacht und mache das jetzt seit einem Jahr. Genau. Voll gut. Ich wollte zuerst alle mal einmal abfragen und dann kommen wir in die Diskussion rein. André, warum ist Jungach Blau Ring auch Jugendkultur und wie hat es dir dort den Ärmel reingenommen? Jung macht Blau Ring oder eben Jubla, eigentlich, dass man das als Jugendkultur kann beschreiben, bis mir der Claude angefragt hat für die Podiumsdiskussion. Dann haben wir auch schon überlegt, was ist eine Jugendkultur und schlussendlich ist es doch einfach eine Gruppe von jungen Leuten, die die gleichen Interessen haben und vielleicht auch die gleiche Gesinnung und das in der gleichen Art und Weise ausdrücken. Ob das jetzt eben ist mit CrossFit oder Zeichnen oder Wand besprechen. Oder eben im Sommer zwei Wochen rausgehen und zelten, Kinder irgendwie Spass haben lassen, zwei Wochen lang sich selber sein lassen. Ja, das ist schlussendlich für mich in dem Fall schon auch eine Jugendkultur. Und wie es mich reingenommen hat, ist über die Schwester, die auch war, die wegen einer Kollegin war. Habe ich mal dort ein Foto gesehen vom Sommerlager, wie sie dort einen riesigen Hinkelstein aus Plüsch umgeworfen haben und darum gekämpft haben und einfach haben können sein, wie sie wollen. Und dann habe ich gefunden, das passt mir auch, dort will ich auch mitfighten. Und so bin ich reingekommen, und dann geblieben. Also Jugendkultur, ein Ort, wo man kann sein kann, wie man ist. Okay, jetzt ein bisschen mit Rebell sein dazu, wo du gesagt hast, würdest du dich denn auch als Jublaner Rebell bezeichnen? Oder würdest du dich irgendwie auch als Rebell, wenn du in der Jubla bist? Ja, irgendwie schon. Also wenn du eben im Sommerlager bist, schon eine Woche lang, hast du dreckige Kleider, stinkst nach Feuer, vielleicht auch nach Schweiß und nachher in die Stadt gehst, irgendein Stadtgame machen, nachher bist du dort voll umringt von dieser dieser Gesellschaft, die ihren Weg geht, wo man das Gefühl hat, es ist alles gegeben und man muss es so machen, wie es vorgegeben ist. Und nachher merkst du eigentlich plötzlich, nein, so einfach ist das gar nicht. Ich kann es auch ganz anders machen. Und es ist eigentlich gar nicht so wichtig, dass man nach diesen Strukturen geht, wo man das Gefühl hat, dass die gegeben sind. Ich höre mega viel Zustimmung von dir, Jamira. Wie kannst du das irgendwie nachvollziehen oder verstehen? Oder ist es bei dir ähnlich gegangen? Ja. ich glaube schon ähnlich. Also ich bin recht natürlich, also nicht über meinen Bruder, aber einfach so über meine Eltern, glaube so klein das reingerutscht. Also ich hatte mega das Glück und das Privileg gehabt, dass ich in einem künstlerischen Haushalt zum einen aufgewachsen bin und meine Eltern mir wie so selber als Kunst- und Kulturschaffende mega feste Plattform gegeben haben, wo ich mich nachher, also den Freiraum, wir können finden und das ausleben. Ja, genau.
Rebell sein, Freiräume, mhm. In einem Künstlerumfeld aufwachsen, führen, anders sein. Das sind alles so Aspekte von Jugendkulturen. Fabian, wenn du jetzt so ein bisschen zuhörst, du hast ein bisschen mehr Jahre auf dem Buckel als sie. Was macht sonst noch so eine Kultur von Jungen aus? Ich denke, eine Definition macht auch etwas aus in der Jugendkultur. Eine Zugehörigkeit, klassifiziertes Denken. Wir sind der André, ich bin auch im Hip-Hop gross gewachsen. Mhm. Ich habe mich durch das sehr identifiziert. Mit den Rappern, mit der ganzen Hip-Hop-Kultur, speziell jetzt bei mir auf die Spreya. Dann gibt es, ich denke, es gibt so ganz viele Kasten, wo man sich eine Zugehörigkeit sucht, etwas, wo man sich kann ausleben kann. Und ich denke, das ist sicher einmal ganz ein wichtiger Teil. Ja, ich glaube auch, so Zugehörigkeit zu einer Gruppe, so, das sucht man ja irgendwie schon, wenn man aus der Familie und irgendwie in der Klasse gehört man vielleicht schon dazu, aber so gleich denken wie alle in der Klasse, da hat man dann gleich nicht. Aber irgendwie eine Gruppe, wo man gleich denkt oder fühlt, das ist, glaube ich, schon wichtig. Sich verstanden fühlen, oder? Irgendwie geht es so ein bisschen um das. Voll. Also, wir sind ja in der Jugend, hat man, ist ja das Zuhause ist ein grosser Teil, dann ist die Ausbildung ist ein grosser Teil. Und das ist so sehr akademisch und es geht so, wir sind in der Schweiz, es muss da und da hin. Und man formt seine Ausbildung und sein Wissen und sein Können auf einer akademischen Basis. In der Jugendkultur denke ich, wenn man dort, wenn wir sagen, man sucht sich dann so seine Räume, seine Zugehörigkeit, dort denke ich, geht es wie eine Ausbildung auch so in sich selber. Was werde ich, was für ein Mensch bin ich? Wo soll es so im Gedanken gehen, in Zukunft angehen? Ich denke, das ist einfach auch ein ganz wichtiger Teil in der Jugendkultur. Also, ja, gerade so mega essentiell gsi ist, aber ich finde jetzt gerade so, wenn ich die jüngeren Generationen anschaue, so das Elitäre, also das sind ja auch Kreise und gerade so Kunst, also ich finde so, ja, die Kunstszene zum Beispiel jetzt im Allgemeinen ist sehr elitär und durch das, dass man sich eben vielleicht zugehörig fühlt, nimmt es auch mega fest so, ja, die Ein- und Ausschliessungsprozess mit sich, wo, ja, irgendwie wie auch zu berücksichtigen sind. So. Stimme dir zu, aber ich denke auch, dass das Fehler machen ist ja ganz wichtig. Und gehen wir jetzt mal davon aus, dass etwas ich schließe jetzt von mir aus, es ist etwas Negatives, wenn man sich selber klassifiziert. Und sagt, also so die Zugehörigkeit? Ja, darum habe ich es vorher auch so ein bisschen in Anführungszeichen und Schlusszeichen gesetzt. Aber ich denke, das ist wie auch ein Teil, um sich kennenlernen, dass das dann nichts wird, dass das nicht gut ist. Aber das muss man wie zuerst auch erfahren. Und ich glaube, das ist auch wichtig in der Jugendkultur. Das ist so, dass man. Dass das Scheitern Platz hat. Ja, voll. Ja, voll. Mhm. Also, es ist extrem wichtig. Ich war selber auch der Jubla und ich weiss noch, wie ich im Lager Fehler machen kann. Du kannst Sachen organisieren, du kannst etwas vergessen. Die anderen müssen deine Fehler ausbaden, aber es macht dich nur stärker schlussendlich. Und es stärkt einen. Und für die Erfahrung bin ich urdankbar, oder? Gut, aber also, ja, eine Kultur ist ja nicht nur, wie soll ich sagen, so die Kollektivität oder die Community, sondern es ist ja viel grösser eigentlich. So eine Kultur, so die Zugehörigkeit, so was braucht es, damit man sich zugehörig fühlt. Also ist das einfach das gleiche Interesse oder was? Was braucht es? Ja, ich denke, da gibt es so viele Lösungen, wie es Jugendliche gibt. Aber ist nicht auch die Frage, wie viele Leute braucht es, bis es eine Kultur ist? So ein bisschen das. Also, nein, mehr so auf das Gefühl bezogen, von Teil davon zu sein. So, was braucht es für das Gefühl? Also ist es eben der Freiraum oder ist es... Also du meinst, dass... Dass einfach gemeinsame Interesse lange nicht, um eine Kultur zu begründen. Doch, das kann zum Beispiel ja, auch ein Grund sein, dass man sich zugehörig fühlt. Dass man eben einfach das gleiche Interesse teilt wie andere und dann irgendwie zusammenfindet und dann irgendwie sich stark fühlt in dem.
Aber ich finde also die Ausdrucksweise finde ich noch recht wichtig von der Jugendkultur, wie man sich geht irgendwie, weil das transportiert irgendwie immer auch ein Stück weit Identität und auch ein Stück weit von dem, was man vertritt, oder? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn früher bin ich natürlich auch in den Baggy Pants rumgelaufen und so und hatte das Gefühl, wow, das gehört dazu, weil ich mich eben so ausdrücke, oder als solches. Vielleicht ist es heute vielleicht mehr in den Hintergrund treten, ich weiß es nicht. Ich glaube es zwar eher nicht, es ist immer noch ein wichtiger Teil von einer Kultur. Ja, mega. Ja, also das Ausprobieren ist ja auch wichtig. Also, ich bin lange drogenabhängig und habe nicht gewusst, was ich mit meinem Leben machen und habe nicht gewusst, wo anders gehöre. Und ein wichtiges Werkzeug zu meiner Genesung war, dass ich einfach alles mit offenen Armen empfangen habe und ausprobiert habe. Und ausprobiert. In Yoga ausprobiert, hätte es auch können Ballett ausprobieren, aber habe ich nicht gemacht. Aber wäre die Möglichkeit da gewesen, hätte ich es gemacht. Und ich glaube, in der Jugendkultur ist es auch wichtig, dass man eben Baggy Pants, Hip-Hop, was es sonst noch alles gibt, dass man einfach auch kann reinsteppen, ausprobieren. Geht man dort auf, geht man dort nicht auf? Das ist auch ganz wichtig. Ausprobieren, Fehler machen, reingehen, es soll auch scheitern. Soll einem auch mal nicht wohl sein in der Umgebung, in der Klasse, wo man sich gerade befindet. Auch das Ausprobieren ist wichtig, ja. Es war immer wieder das mit den Baggy Pants und den Kleidern, wo halt, ja. Ich weiß nicht, so Hip-Hop oder Punk oder Hipster oder was halt noch alles gibt, das ist, finde ich, recht stark definiert über, oder schon mal das Aussehen oder also wie die Leute gekleidet sind. Die sehen nicht an, dass du DJ bist. Und mir sehst du auch nicht an, dass ich Jublaner bin und so weiter. Also. Nein, also ich glaube, es hängt auch mega fest einfach mit dem Gedankengut zusammen. Also, und auch mit dem Ort, also mit dem Ort, wo du dich halt umgibst. Und dort entsteht ja dann das Umfeld, wo ich glaube, nicht immer aufhängen kannst an so, eben, so klaren Zeichen oder an einer Sprache. Aber ich glaube, also das, was du gesagt hast, stimmt auch voll. So die Kleidung und eben wie man sich ausdrückt, auch zum Beispiel über Musik, ist immer noch mega fest etwas, wo die Kategorisierung ermöglicht. Und ich glaube, es entwickelt sich auch mega weiter. Also ich habe es extrem so erlebt, wo ich wirklich ja noch jung war und irgendwie zuerst mal im Jugendtreff bin und irgendwie mit verschiedenen Musikstilen in Berührung gekommen bin, dann lässt man es einfach mal treiben. Es ist wirklich so ein Ausprobieren. Man lässt dann mal die Musik, dann hat man Baggy Pants an, ist voll im Hip-Hop drin, dann vielleicht ist es irgendwie gleich nicht so meins. Man bewegt sich wirklich, oder ich habe es erlebt, ich habe mich in verschiedenen Jugendkulturen erlebt, bis ich mich selber wie gefunden habe und auch dann einen Kleidungsstil gefunden habe, der zu mir passt oder wo vielleicht jetzt auch nicht. Ich drücke jetzt auch nicht jeden Tag aus, dass ich Crossfit-Coach bin. Es ist wie so, ja, sich in verschiedenen Kulturen bewegen und verschiedene Sachen ausprobieren, glaube ich, bis man es wo vielleicht an einem Punkt ist, denn, wo man sagt, hey, mal, das bin jetzt voll ich und das vertrete ich und das ist meine Einstellung. Oder, ja. Das heisst, dass man eigentlich als erwachsene Person, wenn man selber Eltern ist, dass man das auch zulässt, die Jungen, dass sie können ausprobieren können? Also, ich habe schön gefunden, dass der André vorher gesagt hat, oder? Die Jugend ist das, was Mora. Das, was wir Mohren sind, ich möchte noch hinzufügen, dass das, was wir Mohren sind, geben wir der Jugend vor. Und es ist so ein sich schliessender Kreislauf und der nennt sich dann vielleicht auch Fortschritt oder ich weiß es nicht. Aber ja, wir geben wie auch, wir reden ja immer von Jugend, aber es gibt ja dann auch noch die Erwachsenen und die geben so wie Trends vor. Und auf das bauen dann die Jugendlichen auch auf, oder? Was für Trends zum Beispiel? Also ja, zu meiner Zeit hat es Hip-Hop gegeben. Heute haben wir, die Hip-Hop-Kultur hat sich weiterentwickelt. Jetzt gibt es zum Beispiel noch Trap dazu. Es ist jetzt so ein Fortschritt, der passiert ist, oder? Und der ist jetzt wieder zu finden in der Jugend, oder? Also in meinem Empfinden ist es eher in die umgekehrte Richtung, so dass die Jugendlichen viel mehr halt aus den Strukturen, die die Eltern irgendwie vorgelebt haben, wollen ausbrechen und dann so auch Trends legen. Selber. Ja, voll.
selber Trends eigentlich setzen. Ich sagen, weil ich sage, ich glaube, es sind auch die Jugendlichen unter sich denn. Also mir ist jetzt auch spontan wie das Thema Social Media einfach in den Sinn gekommen, oder wo so einen krassen Einfluss hat, glaube ich, heutzutage, dass man sich wirklich einfach dort ja, einfach extrem bereisen. Klar kann man selber steuern, oder was man konsumiert und so auf welchen Kanälen was. Aber das ist, glaube ich, auch noch und vor ein allem grosses haben, Thema. Ja. Vor allem haben die ältere Generation auch mega fest die Möglichkeit, um eben diese Plattform zu geben. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Und ich probiere jetzt eine These aufzustellen. Vielleicht bin ich das Kreuz falsch. Wir haben einen ähnlichen Jahrgang. Und ich glaube, also jetzt zu meiner Generation, dass es aber sehr viel älter wäre. Aber ich glaube, die Vorbilder sind bei unserer Generation noch mehr so wirklich die älteren Leute gewesen. Und ich weiß nicht, inwiefern man sich heute noch Vorbilder orientieren. Und also wissen, was ich meine? Ich habe das Gefühl, dass ich mich eher noch auf Erwachsene, auf Vorbilder gestützt habe, was vielleicht heute, die Jugend heute, viel selbstständiger ist oder selbstbewusster oder ich weiß nicht. Ja, wie auch so ein bisschen, also ich weiß nicht, aber so ein bisschen drängt wie zu dieser Selbstverwirklichung oder nicht, vielleicht nicht drängt wird, aber oder vielmehr einfach auch das Gefühl hat von, hey, ich will mich selber finden, ich will herausfinden, was meine Leidenschaft ist und so. Ist nicht so, dass man jemanden braucht, was schon in der Szene drin ist. Mhm. Meistens ist dann halt schon über Eltern, also erwachsen ist, und dann kann man sich mal orientieren und finden, ja, ich glaube, ich gehöre da dazu. Und dann wie merkt, aber ich habe noch ein bisschen etwas mehr, was ich dazu kann beitragen kann. Und dann eben gleich ausbrechen aus dem, was es schon gibt. Und dann ist irgendwie das Vorbild plötzlich auf Augenhöhe. So. Ja, also ich glaube, man orientiert sich immer noch fest an so Ikonen. Mhm. Aber ich glaube einfach, dass man sich wie so. Also dass es einfach mega feste Überforderung mit sich bringt, halt heutzutage, um sich irgendwo orientieren, weil wir so viele Ikonen oder ja, also Stars haben, die uns etwas vormachen. Der grosse Unterschied, den wir vielleicht nicht hatten zur heutigen Jugendkultur, ist einfach auch der Informationsfluss, ja, der heutzutage ja, ist. Der ist einfach riesig. Zara hat es angedeutet, hat es angesprochen, Social Media, Internet. Meine ersten Idole habe ich noch müssen Geld sparen. Ich musste in den Kiosk gehen, das Backspin kaufen, das Hip-Hop-Magazin. Dort habe ich die ersten. Dort bin ich mit Informationen von was ist im letzten Monat mit den neuen Wänden entstanden, neue Graffitis. Oder? Das ist so mein Informationsfluss gewesen. Und durch das ist das auch alles viel kanalisierter gewesen. Man hat sich bewusster können auswählen, was sind meine Idole, auf was schaue ich auf, wo will ich hin. Heutzutage sind alle Informationen da und es ist so voll schwammig. Man kann also, würdest du auch sagen, es war einfacher gewesen, oder? Es war schwieriger gewesen, um an Informationen zu kommen, aber es war einfacher gewesen, um, denke ich, sich zu finden und, oder sich zu entscheiden, das will ich. Heutzutage ist so viel da, man kann heute TikToker sein, morgen ist man YouTuber und übermorgen ist man Rapper, weißt du, man hat zu allem hat man gerade sofort den Zugriff. Und ich denke, das erschwert vielleicht heutzutage auch einen gewissen Teil das der Jugend. Ich glaube, es erleichtert, um das zu finden, wo dir wirklich passt. Weil du einfach überall die Informationen hast und dann siehst einmal, das passt mir glaube eigentlich und nach zwei Wochen findest du, nein, es ist doch nicht das. Und dann bist du wie viel schneller im das Ausprobieren. Wie wenn du eben zuerst mal, wenn du jeden Monat einmal Informationen kriegst über irgend, was ist, Graffiti-Magazin oder so, dann geht es zwei Jahre bis 24 Mal, die können entscheiden, mal ist immer noch das und jetzt ist es in einer Woche 24 Mal. So. Und dann, also ich habe das nicht. Von mir. Ja, weiss. Nein, also ich glaube auch, dass so das Collage irgendwie denken, von man hat so viel und kann sich so etwas zusammenbasteln. Oh, sorry. Kann sich so etwas zusammenbasteln aus all dem und so einfacher irgendwie sich finden, kann schon sein. Aber ich habe das Gefühl, ja, es ist eine Überforderung. So. Nur schon der Musikstil, um herauszufinden, was du überhaupt gerne los ist, das kann sich. Und das ist mega cool, dass wir so die Möglichkeit haben, um aufs Internet zugreifen und so viele verschiedene Sachen an einem Tag hören und irgendwie auf iTunes eine Bibliothek haben mit 3000 Liedern und so mega viele verschiedene Stile, aber um die dann zu finden, schlussendlich ist es, glaube ich, schwieriger vielleicht. Vielleicht schließe ich jetzt fest auf mich selber. Ich habe angefangen mit
Judo und dann habe ich Unihockey gemacht und dann Badminton ausprobiert und dann zur Jubla gefunden. So. Also irgendwie mein Hobby noch mega lang müssen suchen und mit 14, was ja auch Sport kann sein, wenn du halt jetzt schaust, Kinder, die mit 6 schon in die Jubla gehen, habe ich mein Hobby wie erst mit 14 gefunden und somit eigentlich meine Jugendkultur, die ich mich im Moment am meisten zugehörig fühle. Und darum ist es relativ lang gegangen. Darum schließe ich da jetzt zu fest auf mich selber. Sarah, du bist im Bereich von der Kommunikation, auch Social Media unterwegs mit Posten und Grafik und so. Wie siehst du das so mit der Überflutung an Infos auf den Social Medias? Auch ein bisschen Überforderung von Jungen? Ja, ich bin vor allem sagen, ich sehe es auch so, dass es vor allem, wenn man jung ist, glaube einfach auch noch mega überfordert. Das ist wie irgendwann kriegst du dein erstes Handy und dann hast du dann mal irgendwie deinen ersten Instagram-Account und das ist dir in die Welt her und wirst, glaube ich, einfach zuerst mal wirklich mega überflutet, habe ich das Gefühl. Bis du dann selber mal wie ein bisschen gefunden hast, was dich wirklich interessiert und auch aktiv irgendwie Sachen gehst, go abonnieren oder eben nicht mehr abonnieren oder ja, das Ganze wie ein bisschen mehr steuern, braucht, glaube ich, einfach auch Zeit und irgendwie, ja, man muss die Plattformen wie kennenlernen und irgendwie auch wissen, dass man das einfach aktiv kann steuern, gewisse Sachen, die einem dann vielleicht zu fest beeinflussen oder man merkt, hey, das irgendwie beeinflusst mich vielleicht sogar negativ, dass man das dann irgendwie anfängt, besser steuern für einen selber. So. Ja. Also ich möchte noch schnell allgemein warnen, oder ich stelle mir jetzt vor, einen Jugendlichen los zu. ich bin oft in Jugendarbeiten, ich kann dort einmal einen Nachmittag hineinschauen, einen Tag, gebe dort Workshops, mache Drogenprävention und das zwischen Jugendarbeiter bis zu Gefängnis. Und was man nicht davon vergessen ist, dass wir jetzt die Jugendlichen nicht in einen Topf hineinwerfen. Es gibt so viele Arten von verschiedenen Jugendlichen, wie es Jugendliche gibt, oder? Ich komme oft an der Jugendarbeit an und alle wissen, was mit sich anfangen, sie sind dabei und so. Und dann komme ich manchmal in eine Jugendarbeit, wo es einfach 5, 6 Jungs und Mädels gibt, die nicht wissen, was mit sich anfangen und anecken und rebellieren. Dann gibt es die, die immer gerade ihren Platz finden. Und eben, jetzt müssen wir auch vorsichtig sein, glaube ich, dass wir nicht einfach sagen, oh, das sind die Jugendlichen. Ja? Sondern dass man wie nicht vergisst, es gibt vielleicht so Jugendliche, solche und auch solche. Ja, das ist ein guter Hinweis. Ja, voll, aber ich glaube gleichzeitig, also ja, voll, man kann es überhaupt nicht verallgemeinern, aber so die Problematik, die so Social Media mit sich bringt, ist, ja, ich glaube einfach, also es ist ja mega spannend zum Reflektieren, weil wir einfach so wenig darüber wissen und wir wissen nicht, was für ein schlechter Einfluss, auch, also weißt, sei es auf die Jungen oder auch auf Erwachsene, was das mit uns macht und für psychologische Folgen wird haben, also im nächsten Jahr, wir wissen es einfach nicht. Und das ist schon noch ja, spannend, um sich so überlegen, wie beeinflusst uns das konkret. So. Aber ja, ich habe es jetzt vielleicht auf mich bezogen, nicht auf die Allgemeinheit im Sinne von, ja. Es geht bei allem immer um Identität, um Identitätsarbeit, um sich selber zu finden. Jugendkultur kann einen grossen Teil von dem übernehmen. Und ich habe mir jetzt gerade so die Frage gestellt, inwiefern ist es auch ein Auftrag von der Gesellschaft, dass man A, die Kulturen zulässt und B, eben dafür sorgt, dass es Junge ermöglicht wird, sich auszuprobieren, oder? André hat es auch so ein bisschen angetönt in seiner Lesung, oder? Nicht verbieten, sondern ermöglichen. Wie kann da eine Gesellschaft einen Teil dazu beitragen, dass man das den Jungen ermöglichen kann? Du hast vorhin mega genickt, als ich das gesagt habe. Da gehen sicher mega viele Gedanken durch den Kopf. Ja, ich glaube, wenn wir jetzt am Podium sind und wir auch zu den Leuten rausreden, ist so mein Rat einfach, wir waren alle einmal jugendlich gewesen. Wir haben unseren Platz gebraucht. Und ich glaube, erfolgreich ist es immer passiert, auch durch ein gewisses Maß an Vertrauen, wo man da uns, gewisse haben sich einfach genommen, haben einfach gemacht, aber ganz viele Jugendliche haben in ihr Umfeld können gehen durch Vertrauen und dass man das auch zulassen hat. Und ich glaube, es ist
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt heute nicht vergessen, dass wir auch jugendlich gewesen sind und denen halt einfach, ich denke, ein Stück weit auch Vertrauen entgegenbringen, dass die können machen, was sie wollen und sich finden. Du hast vorhin gesagt, dass du rausgehen willst, du willst die Welt entdecken, quasi ausbrechen. Jamira, du bist auf Zürich gegangen wegen dem DJ. Ist denn Graubünden ein schlechter Ort für Jugendkulturen? Jetzt mal ganz spitz formuliert. Nein, also überhaupt kein schlechter Ort. Es hat einfach weniger Leute. Und das bringt einfach gewisse Einschränkungen mit sich. Also es sind, ja, es gehen halt einfach viel auf Zürich, wo irgendwie zwischen. Also ich finde, für mich persönlich fehlt es wie so in Chur, so auf den Ort spezifisch, so an jungen Leuten so zwischen 20 und 30, die da bleiben und etwas für Kultur also so der Kultur beitragen. Genau, das fehlt mir so ein bisschen, aber man kann sich darüber streiten, ob es, also es ist sicher nicht wegen dem Ort, sondern mehr, glaube einfach, weil es weniger Leute hat. Und durch die Mobilität, dass man halt schnell überall ist, in anderen Städten, und man in anderen Städten studiert. Ja, ja, ich glaube, das ist ein grosser Punkt, oder? Einfach die Hochschulen, die vor allem im Unterland sind. Das war bei mir auch der Grund. Also ich wusste, ja, ich gehe nach Zürich studieren. Das war wie klar gewesen. Aber nicht auch, überhaupt nicht, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, mir fehlt so eine Jugendkultur. Also im Gegenteil, ich bin ja in Taminz aufgewachsen und ein cooles Erlebnis, das ich dort hatte. Ab der Oberstufe haben wir einen Jugendtreff dürfen. Und dann sind wir einfach dort hergegangen. Es haben sich wirklich alle getroffen von der Oberstufe. Dort sind auch wieder dort aus verschiedenen Jugendkulturen zusammengekommen. Also verschiedene Sportarten, Musik, alle möglichen Vereine vom Dorf haben sich dann dort getroffen. Und dann hat es einmal ein Projekt gegeben, Jugend mit Wirkung, wo wir dann alle zusammen haben dürfen, den Jugendtreff neu gestalten. Und das war für mich so ein Moment gewesen, wo ich jetzt gefühlt habe, hey, mega cool, jetzt gehören wir wie noch mehr dazu und dürfen mitgestalten. Also ich glaube, gerade das ist so ein Beispiel, für eine, ja, für, wo man den Jugendlichen wirklich eine Plattform gibt, um die, oder ja, den Ort mitgestalten oder noch viel mehr Teil davon als nur Besucher oder Besucherin quasi von einem Ort, wo man das ausleben kann. Also Jugendkultur hat auch viel mit Mitgestalten zu tun oder mit der Möglichkeit, können mitzugestalten. André, wie tust du es in der Jubel erleben oder die Art von Mitgestalten? Ja, in der Jubel ist vielleicht gerade noch speziell. Eben, dort kriegen sie sogar Verantwortung für Kinder noch. Wo es also die Eltern geben so viel Vertrauen in die Jugend und die Jugendkultur, dass sie Kinder zwei Wochen lang mitgeben. Und dort haben sie natürlich ein immenses Mitgestaltungspotenzial, wenn sie alle Programme schreiben für zwei Wochen und durchs Jahr durch auch Gruppenstunden am Samstag und so. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was mega ausmacht, dass du eben das machen kannst, was dir gefallen hat als Kind und das so kannst weitergeben und wieder machen. Und ich glaube, mitgestalten, ja, ist schon auch zentraler Punkt von der Jugendkultur. André hat es auch in seiner Lesung gesagt, eine Verantwortung übernehmen, ermöglicht auch anderen, können Jugendkultur aufzubauen oder können, in der Jugendkultur zu agieren und auch irgendwie dann eben mitzugestalten. Ja, aber ich finde zum Beispiel gerade so in Chur fehlt es eben genau an so Orten, wo den Freiraum erlauben und wo die Jungen irgendwie pushen und die Plattform bieten und irgendwie die Kreativität fördern. Also es sind immer die gleichen Institutionen, also es sind immer einfach die gleichen Kulturschaffenden auch, wo wir so Sachen machen und immer so in einem sehr geschlossenen Rahmen, wo ich finde, ja, dürfte es noch mehr so für die Jungen oder ja, so gerade für die jüngere Generationen irgendwie mehr Raum oder mehr Räume geben, wo man sich irgendwie ja, kann entfalten oder. Was finden ihr? Also denkst du einen Raum wie der Raum oder einen Raum nicht so materieller Raum? Also so, doch, also schon so ein Raum als physischer Ort. Ja. Ich denke mir, ja, eben, ein Raum kann ja auch sein, wenn irgendeine Gemeinde oder ein Kanton wie die Strukturen schafft, wo schaut, dass wo die Jugend fördert und die Jugendkultur fördert. Das kann ja irgendwie auch einen Raum schaffen. Ja, mega fest. Also für mich hängt das auch mega fest zusammen, so das Utopische mit einem physischen Ort. Ja. Kann man sich die Räume irgendwie erobern oder erschließen oder erkämpfen, sag ich jetzt mal ein bisschen bös gesagt. Also wenn es einem nicht gegeben wird jetzt von der Gemeinde oder von einem Kanton, gibt es die Möglichkeit, dass man das irgendwie selber kann, sich aneignen.
beste Beispiel sitzt doch dort drin. Der nimmt sich einfach eine Wand. Oder hat sich früher eine Wand genommen und der hat zu seinem Raum gemacht, wo er sich nicht ausdrücken konnte. Und ein paar Storys zu erzählen. Oder sehe ich das falsch? Nein, ich denke, das siehst du richtig. Das war natürlich auch auf höchst illegalem Weg, gewesen, was ich gemacht habe. Aber es war trotzdem ein Raum. Gewesen. Es war ein Gedankengut-Raum. Gewesen. Es war ein physischer Raum. Gewesen. Wir haben uns den einfach genommen, richtig. Es war aber nur ein Nebenprodukt von einem viel grösseren Raum. Also ich denke, jeder Raum ist in einem Raum und dort ist wieder ein Raum drinnen und wieder ein Raum. Und ich finde es schon essentiell wichtig, dass man die Jugendlichen auch. Ich finde es okay, wenn man den Jugendlichen Raum gibt, aber ich finde es fast schon noch wichtiger, dass wenn die Jugendlichen sich anfangen, Raum zu erobern, dass man ihnen dort auch das Vertrauen entgegenbringt und sie den Raum auch erobern lässt. Nicht nur einfach, okay, du willst doch hast, denn das oder? Nicht, passiert denn das nicht auf Gegenseitigkeit? Weil, also man getraut sich ja erst aus dem Vertrauen heraus etwas zu erobern. Also durch das, dass der Raum gegeben wird, kommt auch der Mut und so, ja. Es ist ja wie ein Zeichen, wenn sich jemand einen Raum nimmt, den er gar nicht dürfte. Das heisst, es fehlt ihm ein Raum. Das heisst, der wird ihm nicht gegeben. Also müssen wir das wie mega schnell erkennen und dann gerade einen Raum schaffen. So. Genau, das zeigt oder die Jugendlichen gehen sogar auf die Institutionen oder was auch immer zu und sagen, wir wollen einen Raum. Und dann anscheinend kommt ihnen ein Nein, wenn sie sich dann nehmen, auf illegaler Weise nehmen. Und da wünsche ich mir eigentlich schon, dass es ein bisschen aktiver verfolgt wird und die Räume dann schneller gegeben werden. Das stimmt, ja. Es braucht einfach mega Mut. Es braucht mega Mut. Ja, es ist mega schwierig, gerade in so konservativen, verschlossenen Strukturen eher. Also dann findet man schneller mal, dass man einfach geht und halt so geht, wo es schon ja, die Möglichkeiten irgendwie da sind. Mhm. Ja, es gibt, jetzt sind wir wieder bei, wir sind nicht alle gleich, oder? Gewisse sind rebellisch und machen das einfach, und, oder? Aber gewisse, ja, haben den Mut, vielleicht können den Mut nicht aufbringen und dann eben, wie du sagst, gehen sie vielleicht oder suchen sich andere Wege, andere Möglichkeiten, um sich irgendwie auszuleben. Ja, der Mut oder die Lust und die Energie. Also, jetzt wieder bezogen auf die Jubel, dort hat man andere Probleme mit der Sommerlage organisieren und alles, als irgendwie sich einen kulturellen Raum, wo man sich kann zeigen oder wo man sein Material kann deponieren. Das ist einfach wie mega noch ein zusätzlicher Aufwand zu dem, was man eigentlich will machen. Das ist wie eben du, der Musik machen will, wenn du dich noch mega musst darum kämpfen, dass du einen Ort hast, wo du kannst auftreten, ist das wie nicht das, was du eigentlich willst machen, sondern du willst Musik machen. Und das ist dann doch wie so. Ja, aber also ich red aus der ich hatte mega Glück gehabt mit dem. Also ich hatte immer den Raum gehabt, zum Musik machen. Und gerade so durch meine Eltern und also das Quadro und so. Wo, aber ich sehe einfach, dass mega viele einfach nicht den Zugang haben und sich das müssten erkämpfen. Ich komme ein Zeichen über, ziemlich energisch, dass es eine Frage gibt. Oh. Ich gebe das erste Mal das Wort im Sami, glaubst du. Du hast eine Frage. Eine Frage aus dem Chat, und zwar der Gorsin schreibt, dass es einerseits jetzt darum gegangen ist, betreffend Räume in der Kultur, aber er sagt, meine Leidenschaft ist Motocross-Fahren und da gibt es einfach in der Nähe nichts zu dem. Was kann man da machen? Ja, kreative Lösungsvorschläge sind gefordert. Motocross. Da sehen wir natürlich, dass es auch, das ist auch eine Kultur, Motocross, oder? Biken, Downhill-Zeugs. Ja. Also grundsätzlich braucht es meiner Meinung nach Bewegungen. Innerhalb von der Jugendlichen gibt es einzelne Räume, dann gibt es da Hip-Hopper, wir reden wieder von mir, die Sprayer, die sich jetzt den Raum hier nehmen, es ist lang gegangen. Aber es hat sich eine Bewegung entwickelt. Und ich glaube, bevor man wie jetzt einen Motocross-Park oder Raum kann einfach haben, müssen sich die Jugendlichen oder die Leute, die wie eine Bewegung ausstarten, die müssen sich anfangen zu bewegen. Und weil ohne Bewegung und ohne Anhängerschaft und eben, Bewegung heisst im Jugend
in der Jugendkultur, glaube auch einfach, dass sich mehrere für das einsetzen, das braucht es halt schon auch. Darum widerspreche ich ein bisschen dem, was du gesagt hast, finde ich schon recht, aber ein bisschen widerspreche ich dem, dass wenn jetzt Jugendliche haben oft schnell einmal einen Furz, hey, ich will jetzt das und das werden, ich will das und das, morgen bin ich das und das. Und wenn man dann, dann gerade sofort immer auch den Raum gibt, weiß ich nicht, wo das anführt. Darum finde ich, wie, es braucht vielleicht auch Raum, dass sich Bewegungen können, mhm. Bewegungen können entstehen. Und aus dem heraus, glaube ich, erreicht man so Ziel. Ja. Also du meinst, dass der Grosin alleine kann keine Motocross-Strecke erwirken, aber wenn es eine Gruppe wird, eine Community, dann kann man eher etwas bewirken wie alleine. Falsch, man kann auch alleine etwas bewirken. Also gut. Das gibt dir recht. Also ich glaube auch, dass Kollektivität sicher stärker ist. Aber ja, man kann sicher auch allein. Ich glaube, wenn sich dann einer allein wie durchringt und den Mut kann beweisen kann, dass er andere wieder voll, inspiriert. Was heißt allein? Also, ja, einer muss einfach den Anfang machen, oder ja. Eine, und dann genau. Schiessen sich die anderen. Wie ist das gegangen in der Geschichte von der Schweiz? Der Winkel, der sich ins Speermeer hineinschmeißt, für die anderen, nachdem können durch das durchgehen. Also es braucht viel mehr Winkel und Winkel auf dieser Welt. Ich wollte noch schnell einen Abstecher machen zu der Lorina. Jetzt weiss ich nicht, wie das technisch möglich ist. Ob wir sehen können, wie weit sich ihr Bild entwickelt hat. Lorina, magst du etwas sagen, wie es dir geht? Ja, mir geht es gut. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren aufs Zeichnen, dass ich nicht zu fest an der Diskussion zuhören. Aber es kommt gut, ihr müsst jetzt einfach noch etwas länger reden, damit ich fertig werde. Aber dann wird es nicht. Das heisst, du nimmst nicht während der Diskussion Inspiration mit und dann tust du einflüssen in deine Illustration. Ich würde gerne, aber wie sitze ich dann wahrscheinlich noch 2 Wochen hier? Okay. Gut. Gespannt bleiben. Also gut, wir müssen einfach weiter diskutieren. Natürlich habe ich jetzt vielleicht den Faden verloren. Was waren wir vorhin? Sorry. Bewegung, der Einzelne, der etwas bewegen kann. Ah, genau. Randgruppen innerhalb von der Jugendkultur vielleicht, ist ein spannendes Thema. Also was ich auch mega spannend finde, ist so die Gegenüberstellung von, wie war es für dich früher gewesen und wie ist es jetzt so? kannst du vielleicht so ein bisschen beschreiben, wie es für dich war, vor so, also so in meinem Alter warst? Früher war immer alles besser. Alles nein, anders. Nicht. Früher war es immer besser. Ja, es hat sich einfach verglichen, was ich einfach beobachte. Ich hab, wenn ich mit Jugendlichen zu tun habe, im privaten Umfeld, ist es meistens durch meine Subkultur, durch das Graffiti, Mural Art, Geschichtli. Wenn ich mit Jugendlichen sonst habe, geht es um Jugendarbeiten. Und ich sehe einfach, wie sich Trends verändern. Zu meiner Zeit sind natürlich andere Themas da gewesen. Zu meiner Zeit war es spannend gewesen, wenn jemand ist, dort ist es noch um Cannabis und um Drogen gegangen. So Geschichten. Wir haben noch kein Internet gehabt. Heutzutage nehme ich es einfach anders wahr. Es sind andere Trends da. Die verändern sich natürlich auch mit der Jugend. Darum nochmal zurück auf die Trends. Die Jugendlichen sind das, was wir morgen sind. Sprich, wir sind immer noch die Jugendlichen, die gestern waren. Wir machen jetzt die Trends und müssen, glaube ich, jetzt einfach einen Umgang finden mit den heutigen Trends, die wir weitergebracht haben und jetzt die Jugendlichen damit konfrontieren. Also was habt ihr vielleicht alles am störendsten gefunden an den Eltern, die euch ausbremst hätten, dem, was ihr machen wollt, dass wir nachher die Fehler nicht mehr machen? So in der Runde. Ja. Ich glaube, also bei mir war es so, dass ich glaube, meine Eltern haben mir ziemlich viel Freiräume gegeben. Also sind wir wieder bei den freien Räumen, oder? Sie haben nie irgendwie das Gefühl gehabt, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Also so ein mit dem Ausprobieren, oder? Der Lieblingsspruch, den ich von meiner Mutter erzähle, ist Umgang mit Alkohol. Glot, das erste Mal baut sie auf, das zweite Mal musst du selber. Also so die Erfahrung machen, auch die Grenzerfahrung irgendwie zu machen, selber können auszuloten, aber nicht irgendwie mit so Adleraugen, oder? Und das hat mich recht geprägt irgendwie. Und
falls ich mal ein Kind sollte haben, falls. Ich glaube, ich würde das ähnlich machen. Dass nicht irgendwie so Leitplanken setzen, ja, aber einfach nicht zu eng. Und ich glaube, du hast also auch erzählt am Anfang, dass du eigentlich in deinem Haushalt, Familie, mit so Kunst in Berührung gekommen bist, dass deine Eltern dich jetzt so ein bisschen auch beeinflusst und auch positiv bestärkt haben. Wahrscheinlich. Du hast auch die Möglichkeit, über das Kunst zu probieren, oder? Ja, mega fest. Also es ist ja, ja das Vertrauen in so, hey, das, was ich mache, ist im Fall voll richtig und es ist gut. Und das ist mega aus dem, also ja, eben, was mega ein Privileg ist. So. Ich will nicht vergessen, dass unsere Eltern von einer anderen Generation kommen. Oder? Und wenn wir älter sind, sind wir wieder eine andere Generation, wie die aufwachsen. Das darf man nie nicht vergessen. Oder? Das finde ich extrem wichtig. Genau, das habe ich vorher damit gesagt. Nein, aber das ja. ist mir vorher raus durch den Kopf. Wo, ja. Mhm. Also, wenn ich von Trends. Also, du bist für mich auch ja, immer noch so ein Trendsetter wie wir, also, wie wir alle hier. Glaub. Aber mehr so im Sinn von. Ja, schon. Ja, eben, gell, was ist so Jugend? Was heißt das überhaupt? Ja, das glauben wir, das wissen nicht mal mehr Jugendarbeitende, was Jugend oder Jugend ist. Jetzt haben wir wieder eine Frage, sehe ich gerade. Sammy? Die nächste Frage ist: Was brauchen Jugendliche, um sich zusammenzuschliessen und ein Bedürfnis zu artikulieren? Also wahrscheinlich anknüpfen an das, was vorher so ein bisschen Thema war, dass man sich zusammentun muss, allenfalls eine Gruppierung. Aber was brauchen sie wirklich konkret, dass sie das überhaupt können? Ah ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, Social Media hat dort so ein mega Potenzial im Sinn von der Info, also das breite Spektrum an Informationen, die wir können. Ja, suchen, bietet mega die Möglichkeit, zum Leute zu finden, wo das gleiche toll finden, also so, wo die gleichen Interessen teilen und sich irgendwie auch eben, also, ja, über einen virtuellen Raum sich zu finden, das kann vielleicht auch eine Möglichkeit sein. Ja, man findet in der Schnelle mal eine Community, das stimmt, ja, aber zum dann wie so vor Ort, sagen wir mal in einer Gemeinde oder so etwas erreichen, ist glaube einfach so das Ganze. Ja, mit diesen Vereinen, ich denke jetzt eben wieder an mein Erlebnis mit dem Jugendtreff, dort hat, wie so eben das Vereinswesen, das hilft dort einfach mega, oder einen Verein gründen und dann hat man einfach gerade automatisch, irgendwie wird man anders wahrgenommen oder wird überhaupt wahrgenommen, irgendwie als eine Gemeinschaft oder als eine Community, wo etwas wird bewirken oder eben einen Raum möchte für die Jugendkultur, wo man auslebt oder so. Ja, es kommt auch darauf an, was ist es für ein Interesse, oder? Also ich meine, gerade so zum Beispiel bei einem politischen Interesse kann man so fest einfach irgendwie sich zusammentun und irgendwie auf die Straße gehen und so. Man ist mega, also ich glaube, wir sind mega stark, also wir können das so. Also ich glaube, der Kern, was Sarah gesagt hat, ist, dass es einfach Daten braucht. Daten? Es braucht einfach Daten. Ja, aktiv werden, einfach aktiv. Machen, laut werden, genau. Machen, ja. Zeigen. Machen, ja. Machen. Ja, ich finde, aber es braucht irgendwie auch noch ein Stück weit eine Portion von Offenheit von jedem und jeder, dass man auch offen ist für das. Ich tue noch nebenbei ein Konzert veranstalten und ich weiss noch, in Luzern hat mich mal ein Kollege angehauen, hast du Bock? Ja, ich mache mit. Also so ein bisschen, also das neugierig sein, das Staunen nicht verlieren, das finde ich schon noch wichtig. Oder? Und wenn man dann selber offen ist und sich selber darauf einlassen kann auf Geschichten, dann kommt man irgendwie so in einen Flow rein. Es braucht die, die es machen, aber es braucht aber auch die, die sich mitreissen wollen. Also es braucht wie beides irgendwie, finde ich. Genau, das sind wir wieder beim Gym, wo der André vorher gesagt hat. Genau, also auf die Jugendlichen bezogen würde ich sagen, wenn es keine haben, wo sie sich können anschliessen können, dann braucht es einfach Daten. Und sonst braucht es einfach ja, mitmachen, so wie du das finde ich sehr schön. Sorry, aber wenn man vielleicht, wenn man vielleicht die Jugendkultur, jetzt vielleicht das Motocross-Beispiel, oder vielleicht hat es jetzt gerade niemand, der das so und die Leidenschaft so lebt, aber vielleicht sind es Kollegen, die einfach helfen bei dem, oder die einem trotzdem unterstützen. Es muss ja nicht unbedingt das gleiche Interesse sein, aber einfach so der Drang zum aktiv werden, zum etwas machen, zum helfen, unterstützen, zum etwas Cooles erschaffen. Ja, aber also ich finde für das, also es sollte ja dann wie auch eben den Ort geben, wo auch Leute können, wie so
aktiv sind, die vielleicht nicht so eine laute Stimme haben oder die vielleicht eher nicht so oder so voll introvertiert sind und eher so sich anschliessend. Und für das braucht es, glaube ich, schon also, ja, so einen Boden, der muss gelegt werden. Die Frage ist, ja. Könnte so ein Boden oder so eine Zwischenschaltung, zum Beispiel Jugendarbeitende sein, die sich für Junge einsetzen, ja, wo vielleicht ihnen ermöglicht, etwas auszuprobieren? Also denkst du jetzt so ein bisschen auch an so etwas? Ja, ich habe jetzt für mich auch überlegt, so wie war das dort da gewesen, bei dem Jugendtreffprojekt? Das ist über die Schule gegangen. Aber ich glaube, die Jugendarbeit könnte dort sicher auch, also wenn man dort wie sagt, man bietet eine aktive Plattform, wo man einfach kann Anliegen anbringen oder jeglicher Art. Ich glaube, das wäre sicher eine Möglichkeit, wo man sich dann, ja, man wie weiss, dort kann ich mich melden, wenn etwas ist. Ben, du arbeitest viel mit Jugendarbeitenden zusammen, gehst hier Graffiti-Workshops machen. Wie siehst du so die Rolle von der Jugendarbeit in dem ganzen Geschehen von Jugendkulturen? Schwierige Frage, weil jede Jugendarbeit ist anders. Das ist so crazy, wie sich das variiert. Und ich glaube, das ist dann auch wieder gruppenabhängig von der Gruppe, die gerade in dem Jahr dort ist. Puh, wie sehe ich das? Also spezifisch auf Jugendarbeiten, also die Jugendarbeit wird ja geleitet meistens von irgendjemandem und ich glaube, die Person sollte so neutral wie möglich sein, in Form von, sie sollte offen sein dass, und neutral sein für die Bedürfnisse der Jugendlichen, insbesondere auch so mehr so gerne bei den Problemfällen, es gibt immer Jugendliche, die eben kommen. Und die sind versorgt. Die finden sich dort zurecht. Jetzt kann man sagen, okay, das ist, mit denen arbeite ich auch gerne. Und dann gibt es so die Problemfälle, wo sich noch voll am Suchen sind, am Rebellieren sind, nicht mitmachen wollen, aber trotzdem irgendwie so dort sind, weil sie ein Bedürfnis haben. Und mit denen ist es oft sehr mühsam zum Arbeiten. Und ich glaube, oder es denen auch ein Gehör verschaffen, auch auf diese Bedürfnisse eingehen. Und ich denke, die Jugendarbeit sollte nicht pushend sein, dass die Jugendlichen etwas machen, sondern sie sollte unterstützend sein in dem, was die Jugendlichen machen. Ja, ich glaube, das ist eine wichtige Funktion. Ja, und also das, was wir mit dem Mitgestalten und so haben wir ja vorher auch schon gehabt, und das wäre das auch mit dem unterstützend sein. Und ich habe das Gefühl, Jugendkultur lebt auch von dem, dass die Jugendlichen unter sich sind, ohne jemand Erwachsenes, der dort ist. Und darum sehen wir mit der Jugendarbeit geht so ein bisschen schwierig. So, wie fest ist es möglich, dass nachher der Jugendliche, der Problemfall oder wie es genau gesagt ist, sich so kann entfalten, wie er oder sie gerne würde, wenn jetzt noch jemand Erwachsenes dort ist, der dann halt, ja, wie frei, dass der im Moment kann denken. Aber so eben allgemeine Jugendkultur, glaube ich, so der Raum schaffen, aber dann wie einen Schritt zurück machen. Ich weiß nicht, wie es war, als ihr euer Räumchen da renoviert habt, wie aktiv das die Rolle war von dem Jugendarbeiter oder von der erwachsenen Person, die dabei war. Aber so aus meinem Gefühl ist es das so, dass die Jugendlichen, also auch ich selber erlebt habe, dass mega geschätzt zwei Wochen weg waren und nie mehr Erwachsenes, die irgendwie reinschnarren können. Ja, vielleicht, was ist für dich eine Jugendkultur? Wenn wir schon bei dieser Definition, weil zum Beispiel für mich ist es so ein bisschen, also hat es jetzt nicht ganz so übereingestimmt mit dem, was du gesagt hast, was für mich ist. So, dass man muss unter sich sein, unter den Jungen. Ich finde, es muss nicht unbedingt. Oder was muss es erfüllen, dass es für dich sich... Dass es eine Jugendkultur ist? Ja, für dich oder so. Boah. Sorry. Ja, also schon, dass die treibenden Kräfte bei dieser Jugendkultur junge sind in der Jugend. Und dann, wenn Ältere mitmachen, ist das okay. Aber so die zentralen Figuren dem sind Jugendliche. Ich weiß nicht. Also ich glaube, wenn wir vorhin noch von Räumen erzählt haben, über Räume, dann glaube ich, mein Schlusswort auch autonome Räume. Also es braucht Räume, die vielleicht zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel von der Jugendarbeit, aber der Raum muss wie selber gestaltet und verwaltet werden. Ich mache ein Beispiel, als ich in Horb aufgewachsen bin,
jetzt ein Jugendarbeiter, der Victor, und der hat es effektiv geschafft, einen Autoraum zu erstellen oder die Jungen zu motivieren. Hey, das ist ein Raum, den das selber verwalten. Und der Raum gibt es heute noch. Das ist ein, im Luftschutzkeller ein Raum, den gibt es heute noch. Und es ist völlig von Jungen selber autonom gestaltet. Es geht von Generation zu Generation, wird auch weitergegeben. Das ist einfach ihr Raum, oder? Ja, das war bei uns genau gleich. Du hast mich vorher gefragt oder quasi erwähnt, wie das bei unserem Projekt damals war. Also es hat wie junge Erwachsene gegeben, es sind auch junge Leute gewesen. Ich glaube, das macht dann schon auch noch etwas aus. Man fühlt sich eher noch irgendwie verstanden, glaube ich. Oder einfach näher dran so. Hat eher einen Bezug zu einer Person. Sie haben wie das Ganze initiiert und sind für uns da gewesen, wenn wir Fragen und Probleme hatten, oder, wo wir vielleicht noch nicht gewusst haben, wie man so etwas angeht. Aber sie haben uns wie mega den Freiraum gelassen, das Ganze zu gestalten, Ideen aufzubringen und das dann wirklich auch umzusetzen und zu machen. Und wir haben den Jugendtreff auch selber geführt. Es war dann jemand irgendwie an der Kasse, gewesen, jemand war zuständig für die Musik und so weiter. Das hat wie so, wir haben dort unsere Funktion gehabt. Das war super gewesen, um eben wie auch das erste Mal ja, so eine Verantwortung übernehmen und nachher auch ja, daraus zu lernen, zu wissen, was das heisst. Kannst du dem zustimmen, Jamira? Ja. Nein, ja, ich habe mir jetzt einfach gerade überlegt, dass in dem Fall so Jugendkulturen nicht direkt vielleicht ein Freiraum sind. So. Hast du so Institutionen genossen, Jamira? Hast du so Institutionen, Angebote genossen in der Jugend? Inwiefern? Also, wir waren vorher bei so Jugendräumen, so Angebote, oder? Das sind ja so aktive Angebote, die man kann wahrnehmen als Jugendlicher. Das machen viele. Viele kommen auch nicht mit dem in Berührung. Mhm. Bist du mit dem in Berührung? Also ja, voll. Und auch, also ich habe das Gefühl, ich profitiere immer noch mega von dem. Also ja, es gibt ja andere Formen auch, jetzt nicht nur in dem Jugendformat. Aber ja, also es ist sicher ein Freiraum, aber es geht einfach, also in meinem Kopf ist es jetzt wieder so auf den Gedanken, den wir am Anfang mal hatten, mit dem Ein- und Ausschliessen, irgendwie wieder zu dem zurück, dass es dann eben auch andere Menschen ausschliesst, vielleicht. Aber vielleicht ist das jetzt nicht. Also du meinst, dass Jugendkultur eine gewisse Exklusivität mit sich bringt? Ja, vielleicht. Also weißt du jetzt nur, weil du vorher zum Beispiel gesagt hast, dass es so ein Ort muss sein, wo keine Erwachsene sind oder wo spezifische Leute nicht sind. Das, so der Gedanke von ja, halt wieder die Geschlossenheit, die ausschliessend ist. Ja, ich glaube, es kommt einfach eben wieder mega darauf an, was es für Jugendliche sind und was für eine Jugendkultur oder und wie alt und wo. Und es sind so viele Faktoren, die das irgendwie ausmachen und auch was für Bedürfnisse haben die jeweiligen Leute. Oder eben, sind sie eher introvertiert oder nicht? Oder ja, es sind einfach mega viele Faktoren, die das irgendwie wo das ausmachen, glaube ich. Das macht es wie auch schwieriger. Hey, ich finde es auch mega spannend. Das ist so einfach ganz eine andere Perspektive, weil ich bin so, also ich rede schon so auch jetzt viel so von meiner Erfahrung, was so halt aufs Nachtleben bezogen ist, so auf einen Club als institutionelle Form zum Beispiel, wo ja auch schon mega jung, also wo mega fest vergleichbar ist, glaube ich, mit so einem ja, Ort. Aber gleich so die Parallelen. Spannend. Ich komme mit das Zeichen über, dass es eine Frage gibt, Sammy. Ja. Eine Frage, und zwar folgende. Wo liegt eurer Meinung nach beim Ausleben von Kultur, von jugendlichen Grenzen, von machen lassen und durchgreifen? Die Grenzen von machen André, du hast vor die autonome Räume gefordert. Wo sind die Grenzen von dem? Keine. Nein. Ja, eben irgendwie eine Leitplanke braucht, wo jetzt die genau sind. Ja, also ich glaube, so, eben, vielleicht ist es ein bisschen obvious, aber so die Gesetze einhalten, ich meine, so, aber viel mehr braucht es ja wie auch nicht. Und dann lässt man sie mal machen und schauen, was daraus wird. Und ja, also ich meine, es gibt so viel Jugendkultur, es ist mega schwierig so zu sagen, müssen wir jetzt bei jeder Jugendkultur schauen, bei wo sind jetzt Grenzen, bei welcher. Weil es gibt ja 100'000 Grenzen, immer noch, wenn man sagt, machen. Ich wage jetzt mal zu behaupten, dass der Bain
von uns am meisten Erfahrungen mit Grenzen gemacht hat, auch in Sachen Jugendkultur. Was sagst du, wo sind die Grenzen von so Freiräumen? Ich glaube, es ist eine richtige Gratwanderung, weil das, was du sagst, das Gesetz einhalten, das ist so wie, was, wenn es nicht möglich ist, aber die Bewegung ist ja dann trotzdem da. Die Kultur innerhalb von dieser Jugendkultur ist dann existent, die ist da, die braucht einen Platz. Und jetzt überschreitet die Grenze, geht illegal sprayen, geht Sachen klauen, keine Ahnung. Lässt Müll rumliegen, stört die Nachtruhe, will sich den Raum einnehmen. Was willst du machen? Aber dann haben sie eben den Raum nicht gekriegt. Wenn sie illegal besprechen wollen und wenn sie die Nachtruhe stören, dann haben sie den Raum auch nicht gekriegt, wo sie ihr Fest haben können machen. Ja, aber ich glaube, insbesondere dann zeichnet sich doch auch ein Ding ab, dass es den Raum braucht. Das Bedürfnis, dass es so einen Raum braucht. Das ist das, was ich vorher gemeint habe. So, ja, wir sind jetzt hier eine Gang und wir würden gerne und wo ist es, oder? Und sollte man denen das einfach auch gerade geben? Also ich denke, wenn man darauf schaut, wo sind Zeichen, dass das Bedürfnis da ist. Und ich denke, Gesetzübertretungen sind aber genau ein schönes Zeichen dafür, dass es einen Raum braucht. Ja, das ist mega essentiell, auch für eine Bewegung, glaube ich. Ja, also eben die Reibung in der Gesellschaft, natürlich, ja. Und das Ausbrechen von dem System halt. Sind wir noch bei Frage? Was ist die Frage schon genau? Wo Grenzen sind von machen lassen und eingreifen. Ja. Und ja, eben, wenn es Grenzüberschreitung gibt oder Gesetzesverstöße, dann sieht man, dass man irgendwie etwas machen muss. Und dann kann man in Aktion treten. Ich meine, es lebt ja von Reibung an Jugendkulturen, anders sein als eben die Gesellschaft, die ja einmal alles vorgibt und so. Genau. Ja. Und wenn es dann nachher Gesetzesverstöße gibt, dann dann schauen, was sind eigentlich die Bedürfnisse, warum machen die das und dann einen Raum probieren, denen geben in dem Rahmen, wo vernünftig ist. Ja, und ich meine, es kommt auch darauf an, was für Gesetze. So, es gibt wie Gesetze, die man einhalten sollte und andere, die man brechen sollte, vielleicht. Ja, also solange es eine linke, also finde ich. Das mit den Leitplanken habe ich wie gut gefunden, weil ich glaube, wo sind Grenzen, ist mega schwierig zu sagen irgendwie, weil es wird immer die geben, die Grenzen auch überschreiten dann, oder? Und was macht man dann, oder? Es ist wie so ein bisschen, ja, gewisse Leitplanken vielleicht geben, wo aber dann doch auch einen gewissen Spielraum irgendwie erlaubend. Also ich möchte noch dazu ermutigen, also wo ist denn die Grenze zwischen jugendlich sein und nicht mehr jugendlich sein? Das ist noch eine wichtige Frage. Ja, das finde ich im Fall auch. Ich finde das so. Und muss nochmal auf den André zurückkommen. Jimman ist in den Kursstall gekommen, hat animiert. Jimman ist ein paar Jahre älter, oder? Hat animiert, hat sie mitgegeben, das muss raus auf die Bühne. Und ich glaube, ich möchte auch dazu animieren, dass man Grenzen zwischen Jugendlich und ich bin jetzt erwachsen, eben, wo ist die? Und das möchte auch die Leute dazu ermutigen, um mit Jugendlichen auch zu arbeiten, außerhalb von so einer Jugendarbeit und so. Wenn man das wo daheim ist, ich muss jetzt auch wieder von mir ausschliessen. Ich habe ein Atelier dort hinten, haben dort das Kabinett übernommen. Es ist ein grosses Atelier, es hat Platz. Jugendliche haben sich vor ein paar Jahren für so legale Events eingesetzt in der Stadt Chur. Das hat dann gefruchtet. Mittlerweile haben wir ganz viele legale Graffiti-Events. Und es tut sich da so ein bisschen eine Kultur auf im Bereich Graffiti und so. Und die Türen jetzt bei mir sind nie verschlossen. Und ich denke einfach auch, dass man sich, wenn man sich nicht mehr selber als Jugendlicher sieht, trotzdem finde ich noch, sich nicht abgrenzen muss von Jugend, sondern trotzdem noch mit der kann arbeiten. Und ich denke, es ist wichtig, dass sich die Jugendlichen den Raum nehmen, aber ich finde es auch cool, wenn sich die Erwachsenen den Jugendlichen Raum halt geben. Ich finde das schon. Wenn sich Generationen vermischen, oder? Ja, voll. Ja, voll. Also in meinem Metier, wenn wir an eine Jam gehen, sind wir zwischen 18
zwischen 16, 18 bis 55, 60-jährige Dudes, die alle das Gleiche leben, oder? Also mein Idol ist, der wird jetzt ein 55, mittlerweile ist er ein Kollege von mir, oder? Der setzt sich auch nicht die Grenzen. Oh, das ist so ein kleiner Toy, der jetzt da aufsteigt und ja. Ja, also ich finde auch das Wort so Jugendkultur an und für sich ist eigentlich noch schwierig, um das eben überhaupt zu definieren. Und ich glaube, von was wir fest ausgehen, sind auch einfach Subkulturen und Kulturen im Allgemeinen. Und so. Also das heisst, findet ihr, darf man gar nicht von Jugendkulturen reden, sondern grundsätzlich von Kultur oder Subkulturen? Ich finde, Jugendkultur ist ein sehr schwammiger Begriff. Vielleicht? Ja, oder was? Ich glaube schon, dass man das Wort benutzen darf, damit klar ist, um was es geht. Jugendkultur. Also so. Ich finde schon, so, können wir auch nochmal korrigieren, aber so, dass, wenn so die zentralen Figuren, die eine Bewegung vorantreiben, mehrheitlich jugendlich sind, dann kann man doch von einer Jugendkultur reden. Und, und wenn jetzt ja noch jemand 55-Jähriges dabei ist, dann ist keine Jugend, dann ist immer natürlich immer noch Jugendkultur, und wenn es dann irgendwann der Durchschnitt dann höher wird, dann wächst sich das vielleicht auch aus. Eben, der Übergang ist vielleicht fließend. Ich weiß auch nicht, Punk sind ja vielleicht auch mal eine Jugendkultur gewesen, und die sind jetzt auch alle halt älter geworden. So. Und ja, vielleicht kann man da eine scharfe Grenze setzen, aber solange die treibende Kraft eigentlich Jugendliche sind, finde ich, darf man Jugendkulturen sagen und das auch beim Namen nennen, dass man auch das Gehör kriegt, dass man für das kann einstehen kann. Ja, ich verstanden. Yes. Amen to that. Ich schaue schnell zum Sammy, gibt es noch Fragen? Keine. Dann wage ich einen Schwank zu der Lorena zu machen. Sie lachen. Müssen wir noch weiter schwätzen? Ja, aber noch lange. Von dem her können wir auch sagen, es ist jetzt okay. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zu der Schlussfrage, wenn ihr erlauben. Das ist mega spannend, ich könnte noch stundenlang mit dir diskutieren. Ich habe eine ganz simple, fast die klassische Abschlussfrage. Was habt ihr für eine Vision für die Jugendkultur und vielleicht speziell für den Graubünden? Ben, du, wo mit deiner Kunst den Ort mitgeprägt hat, vielleicht auch andere Jugendliche geprägt hast, was sind deine Visionen für die Jugendkultur hier in Graubünden? Oder grundsätzlich Jugendkultur oder Subkultur? Also ich arbeite aktiv im Bereich urbane Kunst, speziell halt Mural Art, Urban Contemporary Art, was es halt alles auch gibt. Jugendkultur, sagen, ist das Wort, Graffiti, nennen wir es Graffiti, das nimmt der ganze Kuchen mit rein. Also meine Vision oder Vision, an was ich arbeite, ist, dass die Kultur, der Kultur Nährboden zu geben, Platz zu geben auch, in der Hoffnung, dass ich dann irgendwann von denen etwas lernen kann. Jamira, deine Visionen für Jugendkulturen? Ja, also ich glaube ähnlich auch so mit der Arbeit, die ich im Quadro mache, so die Plattform können zu bieten für Kunst- und Kulturschaffende, aber auch für jeden, der sonst keinen Platz oder ja, keinen Platz hat oder keine Stimme hat. Genau, auch Freiräume zu schaffen und mehr Freiräume. Ja. Um drei, was würdest du dir für so Entwicklungen im Bereich von Jugendkultur wünschen in Graubünden? Dass die Bürokratie, um etwas Neues wagen, abgebaut wird und vielleicht auch Strukturen gestärkt oder neu gemacht werden, dass auch die offizielle Teile, Gemeinde oder Kanton, schneller aufmerksam wird auf Bedürfnisse oder fehlende Räume und so eben dann auch Bürokratie abgebaut wird, dass vielleicht sogar mal etwas von oben runterkommt und nicht nur alles muss mega fest vorne aufgepusht werden. Ja, dem kann ich mich glaube anschliessen. Ich fände es wirklich glaub, cool, wenn die Jugendlichen, wenn das Bedürfnis da ist, sei es nach einem Raum oder so etwas,
wenn die einfach gerade wissen, wo sie hergehen müssen. Also was sind Anlaufstellen, wo kann ich mit meinen Bedürfnissen her, wenn ich irgendwie dies und das möchte erreichen, oder wo finde ich meine Leute dazu, um das zu erreichen. Wenn der Weg dazu wie, ja, vereinfacht wird, glaube ich. Sarah, André, Jamira, Bain, danke tausend für das Gespräch. Es war auch spannend. Ich bin recht geflasht also von dem ganzen Gespräch, wie ihr euch eingebracht habt. Danke viel mal. Ihr dürft dann am Schluss nicht vergessen, beim Sami vorbeizugehen. Das sei jetzt schon mal so einfach in den Raum gestellt. Ich schaue zu der Lorena. Sie ist mega fleissig am Illustrieren, am Zeichnen. Ihre Pen wedelt im Zeug umeinander. Aber ich muss wohl daheim noch weiterarbeiten. ist das Bild hier, kann man das mal schnell den Leuten daheim reinstellen? Dann kann ich vielleicht kurz etwas dazu sagen, was ich mir so überlegt habe. Also, ich habe mir gedacht, Jugendkultur, Graubünden, eben dann gerade im Illustrationsbereich ist es halt stark zum Beispiel. Liegt es am Äußeren, wie so etwas aussieht? Oder eben, wie wir vorhin diskutiert haben, es gab viel über Kleidung. Dann habe ich mir überlegt, wie ist das Graubünden? Es ist natürlich klar, Berge nimmt man da, um das irgendwie zu zeigen. Ihr seht jetzt eigentlich alle gar nicht, was ich gemacht habe. Ne? Also, ich probiere es mal schnell zu beschreiben. Es sind eigentlich 5 Personen, die zwischen 2 Bergen eingeklemmt sind und anhand von Kultur rausklettern probieren. nachher habe ich noch probiert, mich an euch orientieren. Das heisst, ich habe jetzt so die Podiumsgäste und die Vorrede integriert, indem ihr sind die Figuren, die rausklettern. Und ihr schafft das mit Hilfe von Radios und Gitarren und Kopfhörern und Spraydosen und so weiter. Genau, das wäre so die Idee vom Bild. Aber man könnte natürlich noch ewig weiter schaffen. Voll geil, danke vielmals. Ich weiss gar nicht, sieht man es am Bildschirm? Jawohl, voll gut. Da wird noch. Jetzt wird gezaubert. Da wird noch. Oho! Also gut! Nice! Ich habe meine Brille noch nicht dabei, aber es sieht recht gut aus. Voll gut! Ich glaube, wir haben noch eine Gelegenheit, um das Bild noch anzuschauen im Nachhinein. Schaffst du es jetzt noch fertig zu machen irgendwie, oder einen Abschluss bringen? Sagen wir, das ist schon okay so. Wie? Ist schon okay so. Okay, voll gut. Können wir das noch dann irgendwie anschauen, oder hast du ja, den Steg irgendwie aufgezeichnet? Ja, da kann man nachher kann ich das ein Zeitraffer-Video raus exportieren, dann kann man das auch ins Netz stellen, dann könnt das alle anschauen, wie das passiert ist. Hey, voll cool, danke vielmals. Ich bin mega gespannt, dann, das anzuschauen und dann im Zeitraffer. Voll cool, danke vielmals. Danke, bist du auch, Lorena. Wie gesagt, Illustratorin aus Graubünden, wohnt auf der Lenzer Heide, hat auch ein Buch geschrieben und wärmstens empfehlen, wenn ihr etwas illustriert hat. Danke vielmals, bist du da. Ich hoffe, es hat Spass gemacht. Euch nochmal danke vielmals. Ich möchte auch danke dem Sami von Jugend GR und dem Claudio von der Evangelischen Landeskirche, wo wir zusammen das aufgebaut haben, die Dialogveranstaltung. Nochmal den Dank als Team Lars und Daniela Gschwend mit ihren beiden Helfern, der Gorsin, glaube ich. Und daran habe ich den Namen vergessen, tut mir leid. Es sind 2 fleissige Junge, die hier cool finden, den Livestream zu organisieren. Danke vielmals euch vieren. Danke an André und nochmal Happy Birthday. Morgen hat Jamira Geburtstag, das auch noch erwähnt zu sein. Laurin, genau, danke vielmals. Er hat da ganz oben so ein bisschen filmisch festgehalten. Auch hier gibt es noch einen Aftermovie, den ihr euch dann gerne anschauen dürft. Also, es bleibt mir nochmals Danke sagen. Schön,